Mein Name ist Matthias Becker. Ich bin Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin. Das aktuelle Thema ist uns in unserer Routinenarbeit häufiger aufgefallen, dass das Symptom, was normalerweise zu einer SARS-CoV-Infektion Leitsymptom ist, nicht immer das SARS-CoV oder die SARS-CoV-Erkrankung ist. Und in diesem Fall haben wir möglicherweise eine andere Infektion, die wir dann auch anders behandeln müssen und als Zufallsbefund erkennen. Diese Erreger wären zum Beispiel Influenzaviren. Auch die sind ja immer noch aktiv, neben dem bekannten SARS-CoV-2-Virus. Bislang mussten wir die Testungen an ein Labor, an ein Fremdlabor geben und hatten dabei deutliche Zeitverzögerungen, sprich bis zu 24 und 48 Stunden, um ein Ergebnis an den Patienten zu erhalten, um dementsprechend auch die Therapie zu lenken. Mit dem Syndromic Testing können wir jetzt nun gezielt Erreger bekämpfen, die wir vor Ort testen und diagnostiziert bekommen. Es war ein Patient, der zu uns kam im letzten Jahr und entsprechend ein schweres Krankheitsbild hatte mit Symptomen, die für viele Krankheiten gelten könnten, sprich Husten, Fieber. Diese Krankheitssymptome haben zunächst mal den Rückschluss auf eine SARS-CoV-Erkrankung gegeben. In diesem Moment war es aber so, dass nach 60 Minuten zu erkennen war, dass das SARS-CoV-Virus nicht aktiv war. Syndromic Testing ist für uns wichtig, weil wir Entscheidungen relativ schnell treffen können für die Patienten, um die Behandlungspfade zu optimieren und Entscheidungen am Bett schneller durchzuführen. Das Syndromic Testing wird uns jetzt in Zukunft weiterhin begleiten. Durch diese Maßnahmen und diesen Zeitfaktor, den man einsparen kann, wird man mit Sicherheit auch Leben retten können. Ja. QIAGEN. Sample to Insight.